Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von dir. Ciao. I've no need to fight tonight, tonight. Heute ist Rest Day, heute ist Sonntag. Wir fangen den Vlog mit. Bleib mal locker. Etwas später als sonst, dann ist es nämlich gerade 12 Uhr. Na, 12 Uhr, klar. 14.27 Uhr und wir haben schon gefrühstückt, wir haben schon ein Video geschnitten heute. Saskia hat auch ein Video geschnitten. Wie fühlt man sich als Videographer? Ist cool. Naja, also im Endeffekt hast du ja alles gemacht. Das ist gelogen. Nein. Das ist gelogen. Erklär mal kurz, wie wir das gemacht haben. Mach mal zu mir bitte. Also wenn ihr irgendwas bei Saskias Vlog seht, was cool ist, das war Arzt. Wir haben ja ein Q&A angekündigt, aber, also es kamen schon einige Fragen rein, aber ich finde noch zu wenige. Also wenn ganz klar, also jetzt, Freunde, genau jetzt, stellt eure Frage in den Kommentaren, wir werden jede Frage eigentlich beantworten, außer die passt jetzt überhaupt nicht, aber ich denke, da werden schon einige Fragen dabei sein. Erstmal nochmal kurz, welche Fragen müssen nicht nur auf Fitness bezogen sein, ihr könnt natürlich gerne einfach was zu unserem Leben fragen. Wenn irgendwas einfach irgendwas, wollt, egal einfach was, ein Hashtag Q&A und dann die Frage und dann nehmen wir es rein. Jetzt gibt es erstmal Kartoffelecken. Und warum Kartoffelecken? Wir haben einfach Bock, das haben wir länger nicht mehr gegessen. Das haben wir letztes Mal in der Diät gegessen und da haben wir das richtig häufig gegessen. Warum? Das ist einfach, man kann viel mehr Kartoffeln essen als zum Beispiel, ich sag mal, ihr wollt 100 Gramm Kohlenhydrate durch Reis. Das ist eine viel geringere Menge als die von Kartoffeln. Also habt ihr viel mehr Volumen, perfekt für die Diät. Wenn ihr mehr Volumen habt, seid ihr auch schneller bzw. länger satt, als wenn ihr weniger habt. Ganz genau, das macht euer Magen einfach voll. Ich frage jetzt erstmal, was da reinkommt, weil das muss natürlich auch jetzt ein bisschen getunt werden. So ein Ofen wird das, glaube ich, nicht so geil schmecken. Deswegen jetzt erstmal unsere Zutaten jetzt hier. Go. Und zwischendurch als kleinen Snack. Ein Apfel. Step Nummer 1, erstmal ganz einfach Öl da reinklatschen, damit das Ganze nicht zu trocken wird. Und genau, dann wird es schön crunchy, wenn man das später rausholt. Und das natürlich jetzt erstmal ein bisschen vermischen, aber davor kommen erstmal Gewürze drauf. Ja, Freunde, jetzt bin ich gegeizt mit den Gewürzen, damit das Ganze auch vernünftig schmeckt, braucht das ein bestimmtes Aroma. Deswegen haben wir hier Hähnchenwürzsalz, wir haben hier Paprika-Rosenscharf, wir haben hier Oregano, wir haben hier weißen Pfeffer, wir haben hier schwarzen Pfeffer, wir haben hier Curry und Paprika-Edelsüß. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt rein und dann mischen wir das Ganze und dann kommt das in den Ofen und dann... Und jetzt haben wir das ganze Gewürz, Öl drin, jetzt auch ein sehr wichtiger Schritt, einfach das Ganze verteilen, ein bisschen rumschwenken. Das ist, man kann das auch einfach in eine Tüte machen und dann in der Tüte ein bisschen eskalieren. Aber bisschen eskalieren in der Tüte, ne? Genau, einfach die Tüte rumschmeißen, also, meine ich damit. Aber wie man sieht, das verteilt sich langsam. Und so sieht das dann aus, wenn wir das Ganze verteilt haben, beziehungsweise Arthur, muss man auch fairerweise sagen. Klar. Jetzt einfach rein da. Auf wie viel Grad? 200? 180. Umluft. 180 Grad. Vollgas. Was macht man, wenn der kleine Bruder aus dem Kino wiederkommt und Popcorn mitnimmt? Man sagt ihm erstmal, du wirst nicht alles aufessen, weil ich hab auch mal. Mach ich die besten, wenn die gelb sind. Ja, da ist viel Zucker drauf und Butter. Ja. Masche. Immer direkt eine ganze Hand von ihm. Brauchen wir nichts zu sagen, ehrlich. Einfach vom Boden essen, kein Problem. So sieht das Ganze
Ganze aus? Also ihr seht schon, Kartoffeln, Schwein. Sieht sehr Standard aus, aber mit den richtigen Soßen und der richtigen Würzung schmeckt das richtig geil. Wir haben jetzt ein bisschen länger dafür gebraucht, ganz einfach, weil das im Ofen 40 Minuten ungefähr war. Ja. Damit das schön kross wird von außen und von innen nicht zu weich. Also ich mag es, wenn es auch so eine pommesartige Konsistenz hat, müsst ihr euch ungefähr vorstellen. Die Schale kann man natürlich auch dran lassen, müsst ihr euch keinen Kopf machen. Trotzdem natürlich erstmal waschen, sonst esst ihr Erde mit, das wollen wir ja nicht. Das ist nicht so nice. Auf jeden Fall wird es dieses Meal wahrscheinlich sehr, sehr oft in der Diät geben. Ganz einfach, weil man, wie gesagt, sehr viel Volumen hat und relativ wenig Kalorien für diese Volumen. Im Aufbau ist das jetzt nicht so optimal, wenn ihr sowieso schwer habt, eure Nahrung reinzubekommen, eure Kalorien reinzubekommen. Da muss man halt immer drauf achten im Aufbau, wenn man wirklich nicht auf seine Kalorien kommt. Versucht auf Lebensmittel zurückzugreifen, beziehungsweise auf Mahlzeiten, die ihr schnell fertig bekommt, die ihr leicht runterbekommt und wo ihr auch nicht so ein riesiges Volumen habt. Genau, mit einer höheren Kaloriendichte, sowas wie zum Beispiel anstelle von Kartoffeln Reis oder sowas wie Nüsse. Oder halt einfach Nudeln. Falls ihr nicht wisst, was wir meinen, beziehungsweise falls ihr noch mehr Tipps braucht. Für den Aufbau, wie man schnell auf seine Kalorien kommt. Da können wir auch ein Video dazu machen, wie man schneller auf seine Kalorien kommt. Oder wie man seinen Tag einfach gestalten sollte. Aber schnell, Freunde. Und falls ihr Bock habt auf ein Foodie of Eating, könnt ihr es auch nochmal sagen. Weil nur noch 2 Wochen im Aufbau, dann geht ganz die Diät los. Ich habe schon mega Bock auf die Diät. Am 12. März. Am 12. März, ganz genau. Geht die Diät los. 2 Wochen. Heute ist Sonntag. Heute ist der 25. 2 volle Wochen Aufbau. Und dann geht's in die Diät. Also wir werden am 12. März anfangen. Das heißt, die Diät-Videos werden ungefähr am Mittwoch. Am 14. kommen. Also wir sind immer 2 Tage im Verzug, sage ich mal. Bei uns das einfach am besten passt, wegen dem Schneiden. Genau. Dann kann Arthur immer schneiden, ich kann immer schneiden. Und wenn wir dieses Video morgen rausbringen, nicht übermorgen, wenn man schneiden will, hat man nicht zu schneiden. Ist einfach nicht so stressig für uns. Wenn wir jetzt schon über die Diät reden, könnt ihr ja gerne nochmal jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch einen Challenge sehen wollt. Wir haben wir schon gesagt, mit Pancake? Nein. Ja, doch, wir haben schon, ja, die kommt auch noch. Ja, die wird auch noch kommen. Genau, aber falls ihr Bock habt auf noch eine Challenge, dann schreibt. Also nach der Diät steht auf jeden Fall eine Challenge fest. Das haben wir euch versprochen. Für die Leute, die sehr lange dabei sind, haben wir euch gesagt, nach der 10.000 Kalorien Challenge, die nächste Challenge wird mit der neuen Kamera aufgenommen. Jetzt ist sie da am Start. Jetzt haben wir auch bald das Objektiv und es wird die 30.000 Kalorien Challenge sein. Also jeder 15.000 Kalorien. Also das wird auf jeden Fall mega hart, glaube ich. Weil wir haben die 10.000 Kalorien Challenge haben wir zwar ein bisschen später angefangen. Wir haben um 10 Uhr angefangen. Wäre ein bisschen schlau, wenn wir das früher machen. Wir werden auf jeden Fall die 15.000 Kalorien Challenge viel strukturierter angehen. Dass wir auch am Anfang nicht so viel, sag ich mal, Zeit verplempern mit Essen holen und so. Also das wird alles ein bisschen strukturierter ablaufen, weil 15.000 Kalorien, die sind schon nicht leicht zu vernichten. Ja, wir haben uns jetzt gerade überlegt, falls ihr Bock drauf hättet, wenn genug Kommentare mit Hashtag 10k kommen, machen wir noch eine 10.000 Kalorien Challenge vor unserer Diät. Aber da müssen schon einige Kommentare kommen. Auf jeden Fall würden wir diese 10.000 Kalorien Challenge machen, wenn genug Hashtag 10k Kommentare am Start sind. Viele genug sind, wissen wir selbst nicht, aber müssen einige sein. Also es muss natürlich auch schon gewollt sein, ihr müsst die Challenge auch sehen wollen, dafür, dass wir es machen. Das ist auch eine 10.000 Kalorien Challenge, ist auch nicht das Einfachste, was du auf dieser Welt gibt. Genau, wir werden uns da auch irgendwas überlegen, irgendein Special, dass wir nicht, dass das nicht so eine Standard 10.000 Kalorien Challenge an einem Tag sein wird, vielleicht irgendwie in 10 Stunden oder irgendwie sowas, weil wir wollen natürlich nicht genau die gleiche Challenge nochmal machen. Genau. Aber ja, also einfach Hashtag 10k und dann machen wir das. Und für mich geht es jetzt nach Lichtenau, ne? Du müsstest gehen, ne? Das soll es auch schon mit diesem Video gewesen sein, Freunde. Ich habe mir gerade noch schön Cornflakes gegönnt. Wir hatten keine Milch mehr da, nur noch ein ganz bisschen. Deswegen habe ich das Saskia gegeben. Sie wollte auch Cornflakes essen und ein Gentleman überlässt natürlich der Frau. Ne? Also, deswegen habe ich mir erstmal Cornflakes mit Whey gemacht. Also einfach Geschmacks-Whey, Geschmacks-Whey mit Geschmack, mit Wasser schön und das da reingemacht. Das war jetzt nicht so geil wie mit Milch, aber immerhin besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Und man hat natürlich mega, mega viel Protein dabei. Auf jeden Fall, Freunde, wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video gefallen, Freunde. Falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen fetten Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar und natürlich über ein Abo, wenn ihr bis jetzt geschaut habt. Haut rein, Freunde, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. They only lead back to you, back to you. Das war übrigens das Handy von mir, Willi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.